Heute geht es wieder ran an ein schönes Einfamilienhäuschen. Wir wollen unser Eigenheim bauen, von daher würde ich mal sagen, für unsere Vorstadt fangen wir mit diesem Schinkenhäuschen an. Es bietet jeden Komfort, den man für seine Familie braucht. Von daher würde ich sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's zum Eigenheimbau. Für unser Einfamilienhäuschen holen wir uns heute mal wieder ein paar Steinziegelblöcke raus, weißer Beton, hellgrauer Beton, polierte Andesitstufen, dennoch ein paar glatte Quarzstufen, davon nochmal die Treppe in unsere, ja, ich nehme jetzt einfach mal schwarze Glasscheiben fürs Haus, dennoch ein paar polierte Schwarzstein-Ziegeltreppen und dennoch ein paar glatte Steinstufen. Kommen wir dann erstmal zum Grundriss. Dabei nehmen wir jetzt einfach mal unsere Steinziegelblöcke zur Hand und fangen jetzt einfach erstmal mit einer geraden Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, die uns hier erstmal gerade lang ziehen. Dann gehen wir einmal zur Seite, so einfach mal gerade weg nach hinten und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke. Insgesamt haben wir 21 Blöcke an der Seite, 7 vorne und dann geht es weiter auf der Rückseite. Jetzt lassen wir einfach mal 2 Blöcke Platz. Und zähle nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke ran. Insgesamt haben wir denn hier eine 7er Länge. Dann gehen wir oben nochmal wieder 2 nach hinten weg. Da überschreiten wir jetzt nicht die Länge, die wir jetzt hier schon haben. Und gehen jetzt nochmal hier weiter nach oben und setzen dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ran. Insgesamt haben wir 8 Blöcke. So, jetzt können wir einmal komplett bis nach vorne gehen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal nicht zählen, da wir, zack, hier schon die Länge auf der anderen Seite haben. Gucken einfach, ob das passt. Und wenn es so ist, dann lassen wir vorne jetzt einfach mal 2 Blöcke Platz und setzen hier noch 1, 2, 3, 4 Blöcke wieder ran. Lassen 2 Blöcke Platz. Oder könnten auch am besten hier von diesem Block auch mal gucken und einfach nochmal 1, 2, 3 nach hinten gehen. So, jetzt haben wir schon mal den äußeren Bereich von unserem Haus fertig. Kommen wir jetzt noch, um unsere Wände uns ein bisschen zu markieren. Ja, ich würde mal sagen, dass wir es erstmal vormarkern. Wir fangen am besten vorne einmal an. Wir haben ja, sage ich mal, hier diese 4 Blöcke. Gehen noch ein nach hinten, einen Block freilassen, dann setzen wir uns 2 Blöcke hin und 3 nochmal zur Seite weg. Jetzt fangen wir einfach mal auf der anderen Seite hier an. Hier hatten wir ja auch so 3 Blöcke nochmal nach hinten gesetzt. Lassen einen Block frei und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke hin. Hier hinten einmal zur Seite weg. Ihr könnt so um die 3 Blöcke Platz lassen und setzt euch nochmal einen Block hin. So, hier unten lassen wir einen Block so überstehen und können das hier einmal verbinden zur Wand. So, jetzt machen wir uns nur noch eine kleine Vormarkierung und zwar hier hinten einfach bei der Ecke. Lassen wir 2 Blöcke Platz und setzen uns hier noch 4 Blöcke hin bis zur Wand, sodass wir hier noch so Minimum 2 Blöcke haben. Du kannst dir gerne noch im Nachhinein Änderungen vornehmen. Zum Beispiel ist hier der Küchenbereich geplant. Da könntest du auch theoretisch hier auch noch eine Öffnung machen, dass dann vielleicht hier nur noch so ein Träger ist. Ich markiere es dir einfach mal so als beispielsweise, dass du dann, sag ich mal, die hier so einen Stützpfeiler machst und hast hier 2 Durchgänge zu deiner Küche. Ist nur ein Vorschlag, man kann sich das natürlich auch anders machen. So, jetzt haben wir schon mal die Vormarkierung für unser Haus. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich ein paar Wände draufsetzen. Das heißt, wir nehmen mal unseren weißen Beton zur Hand und können jetzt erstmal, würde ich mal sagen, auf den äußeren Bereich, den wir hier komplett haben, 5 weitere weiße Betonblöcke uns hier einmal platzieren. Sobald du den äußeren Rand komplett auf 5 Blöcke hoch gemacht hast, kommen wir natürlich noch zu unseren Wänden, die wir uns natürlich jetzt einmal vormarkiert haben. Die musst du nicht unbedingt auf 5 Blöcke die hochziehen, sondern mach die einfach nur auf insgesamt 4 Blöcke. Halt ein weniger, wie wir das draußen haben. Sobald du das hast, die inneren Wände auf 4 Blöcke, empfehle ich dir nochmal die letzte Blockreihe immer noch einmal hier zu verbinden. Also die vierte Reihe, die könnt ihr immer hier einmal rüberziehen. So, zum Beispiel immer, wenn ihr in so einen neuen Bereich kommt. Hier zum Beispiel braucht ihr es nicht unbedingt machen, weil wir ja, sag ich mal, hier den Flur haben und dann kommt ja hier später der Treppenbereich, wie man dann hier ins nächste Stockwerk kommt. So, bevor wir es natürlich jetzt gleich bauen, möchte ich erst sagen, dass wir hier, jetzt habe ich hier vergessen, mir noch eine Wand reinzuziehen. Na hoppala, ihr sagt doch nichts. So, haben wir die auch hoch. Wunderbar. Ja, jetzt wollen wir erstmal noch die Decke uns reinziehen, bevor wir ins nächste Stockwerk kommen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Quarzstufen und können jetzt hier an der letzten Blockreihe von unserem, vierten Block einfach mal hier so platzieren. So, natürlich braucht ihr jetzt diesen Bereich hier, wo wir später unsere Treppe machen, nicht oben zu ziehen, weil das müsstet ihr dann im Nachhinein ja sowieso wegschlagen. Also von daher könnt ihr diesen Bereich offen lassen. Den kompletten anderen Bereich könnt ihr zuziehen und dann kommen wir noch einmal vorne zu unserer Haustür, denn die wollen wir uns natürlich auch nochmal, sag ich mal, hier so leicht grob mal vorziehen. Das heißt einfach, wir lassen hier vorne, einfach hier in dieser Ecke, die wir ja, sag ich mal, hier noch so haben, diese offene, lassen wir einfach unten so 3 Blöcke Platz und dann könnt ihr hier oben das hier einfach mal zuziehen. So, jetzt möchte ich natürlich noch diesen eckigen Bereich, den wir hier vorne noch haben, auch noch oben zuziehen.
Da nehmen wir jetzt mal unseren hellgrauen Beton. Du kannst auch gerne jede andere Farbe nehmen. Und ich tausche jetzt hier vorne diese zwei Blockreihen einfach mal komplett mit dem grauen Beton einfach mal aus. Ne, dass ich mir das hier oben einmal lang ziehe. Und dann kann ich die ja auch einmal komplett hier so rüberziehen zur anderen Seite. Darunter würde ich mir dann einfach noch ein paar Andesitstufen noch einmal platzieren. Und ich würde mal sagen, ich lasse mir das Ganze so einmal überstehen. Ne, das kann ich ruhig machen, nur dass es hier so noch einmal übersteht. So, und das wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Da fliegen wir mal hin. Auch hier nehme ich jetzt einfach mal diese zwei Blockreihen weg und tausche hier mal einfach durch eine andere Farbe aus. Bei mir ist es jetzt einfach mal der graue Beton. So, dann ziehe ich mir das hier auch wieder einmal rüber. Setze mir meine Stufen wieder einfach darunter, damit das ein bisschen schicker aussieht. Und dann würde ich mal sagen, lasse ich mir das jetzt hier einfach mal zwei Blöcke überstehen. So, sobald wir das haben, möchte ich mir oben auch noch ein bisschen Platz machen. Denn wir können hier so ein paar Blöcke wieder weghauen, weil wir ja, sage ich mal, darunter noch eine Plattform haben, sehe ich ja auch gerade hier. Obwohl, wir hätten es ja gar nicht doppelt hier ziehen müssen. So, die hauen wir aber mal weg. Auf der anderen Seite auch, dass wir hier oben ein schönes Rechteck erstmal reinbekommen. Ne, ihr seht ja, wo ja, sage ich mal, hier Boden ist, könnt ihr das weghauen. Nur, dass wir ja an sich ja nur noch dieses schöne Rechteck haben. So, und jetzt wollen wir uns auch gleich hier schon mal vorziehen für die nächste Etage alles. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unseren weißen Beton. Und wir fangen am besten da an, wo wir später auch hochkommen. Ne, bei unserer Treppe später. Und zwar hier hinter, wir sehen ja hier, sage ich mal, hier schon unsere Wand, wie wir die ja haben, so eine schöne gerade Linie. Die können wir oben auch einmal nachziehen schon. Dann lassen wir einfach mal vier Blöcke hier Platz, können einen weghauen, dann lasse ich mir nochmal vier Blöcke Platz und haue mir nochmal einen weg. Jetzt lassen wir mal nach drüben so um die drei Blöcke Platz und dann könnt ihr euch hier, würde ich mal sagen, erstmal einen Vierer mal so lang ziehen. Dann schlagen wir hier genau gegenüber auch nochmal so eine Tür rein, dass wir hier so Platz haben. Dann mache ich nochmal hier so einen Zweier hin, einen Block freilassen und dann hier vorne so einen Dreier einfach mal ran. So, hier an der Wand können wir das einmal zuziehen. Und dann würde ich mal sagen, spalten wir hier noch so ein bisschen den Raum. Da würde ich einfach mal hier, zack, mir das einmal so abtrennen. Und auf der anderen Seite mache ich mir das auch hier komplett gleich so. Ja, dann haben wir uns das hier schon mal markiert. Ich nehme jetzt einfach mal als beispielsweise Boden den, ja, hellgrauen Beton. Ihr könnt auch gerne immer was anderes nehmen, wenn ihr wollt. Ne, ihr könnt da schon gleich euren Teppich reinziehen oder ihr lasst es nur frei. Aber ich würde sagen, eher einfach so zum Bauen. Mache ich hier mal das mal zu. Sobald wir dann hier uns irgendein Boden erstmal reingesetzt haben, geht es wieder weiter mit unserem weißen Beton. Und zwar setzen wir jetzt ringsrum nochmal eine weitere weiße Betonreihe. Sobald wir denn die weiße Betonreihe hier einmal ringsrum gezogen haben, fangen wir jetzt erstmal vorne und auf der Vorder- und Rückseite an, dass wir uns erstmal so ein bisschen schon mal den Vorbau fürs Dach bauen. Und da gehen wir jetzt einfach pyramidenmäßig hier, wie wir es kennen, immer einmal nach oben, bis wir oben, sage ich mal, auf eine schöne Zweiermitte stoßen. Da haben wir die Zweiermitte. Und sobald wir es auf der Vorderseite gemacht haben, machen wir das gleiche Spiel nochmal auf der Rückseite. Einfach pyramidenmäßig ziehen wir uns das hoch. Sobald wir das dann fertig haben, kommen wir jetzt schon wieder dazu, unsere Zwischenwände uns hier einmal hochzuziehen. So, dabei müssen wir natürlich hier einmal beachten, dass wir das jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt jetzt höher machen, als wir es da jetzt zwei haben, weil hier kommt ja dann schon ein Dach hin. Das heißt, ihr könnt euch das hier dann auch gleich so ein bisschen anpassen, wie wir, sage ich mal, hier schon draußen unsere Pyramide haben. Hier in der Mitte bei der Zwischenwand, da ist es natürlich egal. Die Wände machen wir hier auch wieder, wie wir es unten haben, einfach auf vier Blöcke hoch. Ne, das reicht völlig aus als Deckenhöhe. So, die in der Mitte können wir alle komplett auf vier machen. Und ich würde jetzt einfach mal hier vorne, sag ich mal, wo wir später die Treppe haben, hier würde ich so um die zwei Blöcke Platz lassen, weil hier wollen wir dann später nur ein Geländer uns hinbauen. Und ich möchte jetzt hier mir keine Wand zumachen. Aber man kann es sich natürlich auch zumachen. Wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er sich sein Haus gestalten will. Aber ich finde es cool, wenn wir offen lassen für ein kleines Geländer. So, jetzt haben wir natürlich unsere Zwischenbereiche hier oben natürlich erstmal die Wände hochgezogen. Wir können auch hier wieder, würde ich mal sagen, so unten immer so drei Blöcke Platz lassen bei jeder Tür. Ne, das passt ja auch noch wunderbar. Ne, wir sehen, das geht alles. So, machen wir überall oben einen zu. Dann kann man sich ja später hier die Türen reinbasteln. Dann empfehle ich euch immer dann hier so eine schöne Quarztreppe, sich da einmal zu platzieren. Haben wir das unten eigentlich auch gemacht? Nee, da haben wir es gar nicht gemacht. Na guck, könnten wir auch hier noch Treppen machen. Gut, hier würde ich es nicht machen. Genauso wie in dem Bereich, wo man dann später in die Küche kommt, da bräuchten wir es nicht. Weil das ja alles offen ist. So, ja, als nächstes möchte ich mir natürlich auch hier oben nochmal die Decke reinziehen. Und hier haben wir natürlich jetzt wieder schräge Decken. Das heißt, ihr könnt hier einfach umgedrehte Treppen euch hier einfach mal so dran platzieren. Das ist ganz easy. Ziehen wir uns hier einmal rüber. Ist auch gut, dass wir das jetzt in vornherein erstmal machen, weil dann haben wir es leichter, später auch unser Dach aufzusetzen. Dann muss ich hier nochmal kurz gucken, wie ich mir das mache. So, Treppen so weit wie es geht. Und dann hier den Schlussteil könnt ihr glatt mit Stufen euch hier einmal langziehen. So, gucken wir einmal kurz rein. Ja, das sieht doch gut aus.
Und so müssen wir das natürlich jetzt hier in jedem Zimmer einmal machen. Ne, wir gehen erstmal los hier mit den Treppen, bis, sag ich mal, wir auf der vierten Ebene sind. So, gucken wir mal. Jawohl, hier haben wir die vierte Ebene und hier machen wir es dann einfach nur noch mit Stufen. Sobald wir dann natürlich jetzt hier unsere Decken reingesetzt haben, würde ich sagen, dass wir jetzt schon gleich einmal hier unser Dach uns noch einmal drauf platzieren können. Und das ist ganz einfaches Treppendach, wie wir das so kennen, dass wir uns das hier einfach mal erstmal hochziehen. Und wenn wir es auf der anderen Seite dann runtergezogen haben, würde ich sagen, lassen wir es auch gleich dann einmal überstehen. Und können es dann natürlich noch mal verstärken. Und da setzen wir einfach ganz normal die Treppen darunter. Sobald wir das denn haben, fehlt noch eine Aufgabe, und zwar das Dach noch einmal nach hinten ziehen. Nachdem wir dann natürlich unser Dach einmal nach hinten gezogen haben, können wir noch an den Seiten ganz einfache, glatte Steinstufen nochmal platzieren. Einfach so als Regenrohr. Zack, machen wir das auf der einen Seite, wie natürlich noch auf der anderen Seite. Sobald wir das natürlich geschafft haben, bleibt noch eine Aufgabe übrig. Und zwar müssen wir noch unsere Fenster reinschlagen. So, ich würde mal sagen, wir fangen unten am besten an. Ich mache mir hier, würde ich mal sagen, zack, hier mal so ein kleines Zweierfenster einfach mal rein. Dann kann man hier vielleicht auch noch so ein Zweierfenster mal so gekippt einmal platzieren. Das mache ich synchron dann auch nochmal hier gleich auf der anderen Seite. Dann würde ich mal einfach mal so drei oder vier, sagen wir mal vier Blöcke Platz lassen. Dann schlage ich mir einfach so ein 2x3 Fenster hier einfach mal rein. So. Dann würde ich mir einfach mal, kann man wieder so drei oder vier Blöcke Platz lassen. Und dann schlage ich mir entweder nochmal so ein 3x2 Fenster rein oder nur ein 2x4 Fenster. Da bleibt alles offen, wie man sich halt gerne gestalten möchte. So, kommen wir dann gleich schon mal auf die Rückseite. Hier möchte ich mir, sag ich mal, hier in unsere 5er Fläche, die wir hier haben, ein 3x3 einfach mal einbauen. Das kann man dann auch später als Schiebetür nehmen, um dann in den Garten zu kommen. Aber ich lasse es erstmal hier zu. Und so ein Fenster oder so eine Schiebetür möchte ich mir nochmal bauen. Und zwar ganz einfach jetzt hier. Und da lasse ich mir jetzt einfach mal von der Ecke einfach mal so zwei Blöcke Platz und schlage mir hier wieder so ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Gehen wir hier nochmal zur Seite. Auf der Seite kann man, sag ich mal, das jeder individuell machen. Ich habe mir ja, sag ich mal, jetzt, ihr seht, ihr habt es ja schon gesehen, so einen kleinen Unterstand fürs Auto gemacht. Ist natürlich doof, wenn du dir dann da Fenster hin machst, weil dann siehst du nichts. Aber falls du dir, sag ich mal, keinen Unterstand fürs, für dein Auto machst, könntest du zum einen mal hier so vielleicht so ein Zweierfenster dir einfach mal reinbasteln und einfach so zwei Blöcke vielleicht hier so Platz lassen. Und dann vielleicht noch hier auf der Rückseite, da würde ich mal einfach drei Blöcke Platz lassen und hier nochmal so ein Zweierfenster reinmachen. Oder vielleicht auch so ein 2x2 Fenster oder vielleicht auch ein 3x2 Fenster. Aber das kommt dann wieder darauf an, wie du es die innen drin gestaltest und natürlich die Wände brauchst. Ne? Dann kannst du die Fenster auch kleiner machen. Hier in diesem Bereich würde ich kein Fenster machen, weil wir ja da noch später unsere Treppe bauen. Und da wäre das ein bisschen doof, wenn wir da ein Fenster hin machen. Für die obere Etage möchte ich mir auch noch ein paar Fenster machen. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an. Hier können wir uns ein bisschen von diesem grauen Beton mal richten. Und zwar schräg davon schlage ich mal einfach so ein 2x3 Fenster hier einfach mal rein. Zack, setzen wir gleich mal unsere Glasscheiben rein. Dann lasse ich mal sagen, dass ich mir so drei Blöcke Platz und schlage mir hier nochmal so ein schönes Dreierfenster mal rein. So, wunderbar. Dann haben wir schon mal die Vorderseite fertig. Kommen wir mal auf die Rückseite, denn da möchte ich mir gerne auch nochmal zwei Fenster machen. Aber hier mache ich mir zwei 2x3 Fenster rein. Wir richten uns wieder schön von grauem Beton aus. So schräg machen wir da ein Fenster rein, lassen mir zwei Blöcke Platz und schlage mir hier nochmal das gleiche Fenster rein. Sobald wir das geschafft haben, können wir jetzt dieses Blockmaterial erstmal wegtun und holen uns natürlich noch so ein kleines Bonusmaterial. Zum einen abgezogene Schwarzeichenholzblöcke, die ohne Rinde. Dann holen wir uns davon nochmal so die Treppen, die Tür ist dabei, dann ein paar Steinstufen, Steinziegelmauern und einen Trichter brauchen wir. Kommen wir erstmal zu den einfachen Sachen, und zwar benutzen wir die Trichter und Steinziegelmauern. Und zwar möchte ich mir gerne noch so ein paar Regenrohrrinnen machen, die, sag ich mal, nach unten gehen. Dann nehmen wir natürlich den Trichter, ne, um als Verbindungsstück hier zur Regenrinne. Und das Rohr ziehen wir natürlich mit der Mauer einmal runter. Das kannst du dir entweder vorne und hinten machen, auf einer Seite, oder halt natürlich jeweils eins auf jeder der beiden Seiten. So, weil ich das eine schon hinten gesetzt habe, mache ich mir das andere einfach mal vorne jetzt hin. So, Regenrohr noch dran und fertig. Ich habe mir nochmal die Steintreppen nochmal rausgeholt, denn wir wollen natürlich jetzt hier vorne auch gleich mal die Tür uns noch reinsetzen. Dann nehmen wir natürlich mal einmal unsere Holzblöcke, Treppe oben hin und die Tür vorne ran. So, dann haben wir die Haustür. Wer möchte, kann sich gerne natürlich vorne auch noch, sag ich mal, ihr müsst ja nicht nur einfach nur sowas machen. Ihr könnt jetzt so rumspielen, wie ihr wollt, euch vorne, sag ich mal, hier noch, ja, die Vorderterrasse so zu machen. Dann nehme ich mir einfach ein paar Steinstufen, setze mir die vorne so ran, vielleicht hier einmal so überstehen lassen. Und dann mache ich mir einfach hier so willkürlich vorne einfach noch so einen kleinen Tritt, wie man runterkommt. Ne? Da kannst du dir auch nur was Kleines hinbasteln, vielleicht so ganz vorne hin. Wie gesagt, da ist die Spielerei ganz offen.
So, jetzt wollen wir mal reingehen in unser Häuschen und wollen jetzt hier mal die Treppe noch basteln, wie wir nach oben kommen. Da fangen wir einfach mal gleich, wenn wir hier so sind, nehmen wir einfach zwei Treppen, setzen wir die hier vorne ran, gleich dahinter nochmal zwei Treppen. Da setzen wir jetzt hinter einfach mal vier Stufen hin. Dann würde ich sagen, setzen wir da, haben wir hier einfach mal hier nochmal einfach eine Treppe hin. Da mache ich dann einfach eine umgedrehte Treppe dahinter. Da kommen wir dann wieder Stufen hin. Und dann mache ich einfach hier unter der Treppe nochmal mir ein paar Stufen hin. Und dann würde ich mal einfach mal sagen, von hier aus nehmen wir nochmal zwei Treppen. Und zack, zack, sind wir oben. Wer möchte, kann hier runter auch nochmal ein paar Treppen platzieren. Und da würde ich nochmal ein paar Stufen mit runtersetzen. So, und schon sind wir oben. Wer möchte, kann natürlich noch überall die Türen sich reinbasteln. Ne? Welche Farbe ist natürlich hier offen. Und dann musst du sie natürlich nur noch einrichten. So, und die Tour machen wir jetzt gleich im Anschluss, damit du auch weißt oder vielleicht so eine kleine Vorahnung kriegst, wie man sich natürlich einrichten könnte, ist natürlich alles nur ein Beispiel. Dann wollen wir uns natürlich noch einmal angucken, wie das Häuschen natürlich gestaltet werden kann, auch natürlich, wie man sich den Gartenbereich alles noch machen kann. Aber bevor wir zum Garten ein bisschen kommen, gehen wir erstmal natürlich ins Häuschen rein. So, natürlich hier alles auch schön bepflanzt hier, schicke, schicke. So, man kann natürlich noch hier vorne den Familiennamen ranschreiben, ne, wem das Häuschen gehört, wenn man möchte. Aber ansonsten gehen wir mal rein. Wir kommen dann hier in einen schönen großen Flur gleich mal rein, wo wir gleich zwei Türen hier zu unseren Seiten haben. Die eine hier ist zum einen unser Badezimmer, was wir unten für die Gäste natürlich haben. Ich nehme immer gerne Trichter als Toiletten. Ich finde die eigentlich relativ passend dafür, weil die auch, sag ich mal, so ein Rohr unten haben, ne, das dann, sag ich mal, irgendwie hier angeschlossen ist. Dann haben wir natürlich auch noch ein kleines Waschbecken. Das reicht völlig aus für so ein kleines Badezimmer. So, gegenüber davon haben wir den Hobbyraum einfach mal, sag ich mal, jetzt hier von unserem Häuschen. Man kann da auch gerne sein Büro reinmachen, wenn man möchte. Ich dachte mir, diese Familie ist ein bisschen sportlich aktiv. Haben wir hier natürlich ein paar schöne Gewichte. Vielleicht auch so eine Poolstange, ne, wo man ein bisschen dran tanzen kann, wenn man möchte. Natürlich, hier können wir auch noch ein paar Klimmzüge machen. So, 1, 2, 3. Da, seht ihr, ich bin total fit hier. Mein Adonis-Körper, der strotzt doch richtig. Ja, so ein kleines Gewichtszimmer kann man sich ja gerne basteln. Ja, dann gehen wir mal weiter. Bevor wir natürlich nach oben kommen, gucken wir uns erstmal unten alles an. Kommen wir natürlich hier in das schöne große Wohnzimmer mit Esszimmer dran. Ne, da haben wir wieder eine schöne Couch, schöner großer Fernseher. Ne, der ist natürlich auch hier wirklich ein Plasmafernseher, wie wir den halt so kennen. Und natürlich ein paar Schubläden überall unten, wie man halt möchte. Eine Stehlampe kann man sich auch immer ganz schick basteln. Und ansonsten gucken wir uns noch das Esszimmer an. Man kann natürlich den Tisch noch ein bisschen weiter ausklappen. Ihr seht, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Falls man den natürlich noch ein bisschen größer haben will, kann man den gerne machen. Und dahinter befindet sich dann natürlich unsere schöne große Küche, wo alles drin ist, was man so braucht. Wir haben auch einen schicken Mülleimer. Immer empfehlenswert, der Komposter, sich einfach in eine Küche zu stellen. Ja, und dann können wir eigentlich jetzt auch schon den Abstecher nach oben machen. Aber vielleicht, ihr seht, hier unter der Treppe ist natürlich auch viel Stauraum möglich, ne, wo ihr eure Kisten lagern könnt. Pipapo, wir kennen es halt. Ne, unter der Treppe ist sowieso immer irgendwie so eine Krimskrams-Ecke, wo man ja alles irgendwie unterbuddeln kann. Ja, ansonsten gehen wir mal nach oben. Und ich finde immer schick, sage ich mal, Glasscheiben mit diesen neuen Ketten einfach mal irgendwie als Geländer sich hier so zu basteln, wie das denn hier nach oben geht. Sieht immer schick aus. Man kann sich natürlich noch bei der Treppe auch noch ein bisschen, sag ich mal, hier so ein paar Gemälde an die Wand hängen oder vielleicht sogar ein paar Blumentöpfe hier noch in die Ecken stellen. Hätte man vielleicht auch noch hier machen können, ne, wie man möchte, damit das auch hier ein bisschen geschmückt ist. Ja, dann kommen wir nach oben natürlich wieder in einen schönen großen Flurbereich, den man sich natürlich ein bisschen leicht gestalten kann. Hier zu unserer Seite haben wir gleich einmal das Elternschlafzimmer. Eigentlich alles drin, was sein muss. Schönes großes Bett, schöner großer Kleiderschrank, dass da auch alles reinpasst. Vielleicht sogar noch extra eine Truhe. Und natürlich noch der Schminktisch für die Mutti, damit die sich auch immer schick stylen kann. Verlassen wir mal das Elternschlafzimmer und gehen jetzt mal in das Kinderschlafzimmer rein. Wir sehen, es ist sehr bunt und auch noch viel Spielzeug. Ich gehe mal davon aus, dass es hier noch ein kleiner ist. Ja, hat auch natürlich seinen Kleiderschrank. Finde auch cool, einfach mal Betonblöcke mit Knöpfen zu versehen. Kann man ja auch so als Schubladen oder sowas denn darstellen und sich hier ein bisschen austoben. Es gibt ja auch die Schalkerkisten, die man, sag ich mal, hier noch verwenden kann, um ein bisschen Stauraum sich hier, sag ich mal, zu verstauen, wenn man möchte. Ja, und ansonsten sind wir auch hier beim Kinderzimmer fertig. Gehen wir zur anderen Seite. Das ist natürlich auch wieder ein Schlafzimmer. Kann man natürlich als Kinderschlafzimmer nutzen oder, wie es jetzt hier ist, einfach mal als Gästeschlafzimmer. Da ist natürlich jetzt kein großer Kleiderschrank drin. Im Gästezimmer muss sowas natürlich nicht sein. Der Gast soll natürlich nicht so lange bleiben. Den reicht auch eine kleine Truhe. Ja, dann haben wir hier auch unser Gästeschlafzimmer. Wie gesagt, kann man umbauen auch zum Kinderzimmer, falls die Familie noch ein zweites Kind kriegen sollte. Ne, kann man es machen. Und ansonsten haben wir hier noch ein schönes großes Badezimmer, schöne fette Badewanne, natürlich Waschbecken mit bei
Und natürlich auch ein bisschen Deko kann man sich hier platzieren. Wie die Toilette muss dabei sein. Dann haben wir auch hier wieder einmal das Badezimmer fertig und sind ein Haus auch durch. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal in den Garten gehen. Wir gehen jetzt hinten einmal raus. Ihr könnt euch hinten natürlich das gestalten, wie ihr möchtet. Ob man jetzt hier das aufmacht oder wir haben ja auch noch so einen zweiten Weg. Den könnt ihr euch theoretisch auch aufbasteln. So, wir haben natürlich auch eine schicke kleine Terrasse. Ne? Auch hier wieder mit Läufer und kleiner Sitzecke. Man hat auch ein paar Liegen dabei. Und hier kommt man dann auch runter, denn in den Garten, wo ringsherum dann auch noch so ein schöner Kiesweg ist, auch wieder mit Druckplatten, ne? Da sage ich mal, dass man hier nicht unbedingt auf den Kies langlaufen kann. Da hat man hier vielleicht auch so ein kleines Jump'n'Run. Natürlich kann man sich hinten seinen Garten auch noch ein bisschen mehr gestalten. Zum Beispiel vielleicht so eine kleine Hundehütte, einfach so aus Treppen, sowas Leichtes, kann man sich ja hier noch basteln. Oder, was meinst du, Hündchen? Hm? Oho, guck mal, er buddelt hier. Und was für große Knochen das sind. Ich hoffe, das ist kein Dino, sonst muss ich noch zum Museum. Obwohl, wir müssten ja noch ein Museum bauen. Ha, naja, buddel mal weiter. Ansonsten kann man sich natürlich noch ein bisschen Grünzeug machen. Und da kam ich mal auf die Idee, mir einfach hier so irgendwie so Grünzeug, sag ich mal, hier so ein paar Beete zu machen. Oder einfach so, ja, so ein bisschen Deko gestrückt hier sich so hinzumachen. Mit ein bisschen weißen Kies, wenn man das machen möchte. Ne, kannst du hier so ein bisschen halt alles gestalten. Auch vorne ist es noch ein bisschen so gemacht. Und ansonsten kann man natürlich noch zum Unterstand für sein Auto basteln, wenn man nicht unbedingt eine Garage möchte. Geht auch so ein leichter Unterstand. Aus Treppen und Mauern kann man sich sowas schnell zimmern. Hinter unserem Unterstellplatz fürs Auto ist natürlich dann hier vielleicht auch noch so eine Werkbank oder so, weiß ich. Vielleicht kann man hier irgendwie noch so ein bisschen Werkzeug lagern, ne, fürs Auto, falls man rumschrauben möchte. Ansonsten auch hier wieder ein bisschen Grünzeug. Und dann kommt man hier schon in den Garten, wo dann auch die Terrasse angeschlossen ist. Auch noch eine Empfehlung wäre für mich, sage ich mal, wenn ihr euch, sage ich mal, nicht nur eine einfache Hecke machen wollt, sondern vielleicht so ein paar gestapelte Steine, finde ich immer diese Basitsteine, wenn ihr euch die seitlich platziert, mega schick, um sich, sage ich mal, irgendwie noch so eine Hecke zu basteln. Wir sind wie immer jetzt am Ende der Folge angelangt, das Häuschen steht. Du kannst sie natürlich jetzt noch ein bisschen dekorieren draußen. Innen drin muss es natürlich auch noch eingerichtet werden. Da sind jetzt viele Ideen vielleicht offen. Du kannst da sogar noch die Hausfarbe ändern. Vielleicht reißt du auch noch ein paar Innenwände ein, um dir, sage ich mal, noch einen neuen Durchgang zu machen. Naja, da bleibt dir viel offen. Ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.